Was bedeutet Finanzstabilität und warum ist die so unglaublich wichtig? Auch da würde ich hier gerne mal wieder fragen, wenn man hier so in die Runde fragen würde. Wahrscheinlich haben alle irgendwie ein Gefühl dafür, was Finanzstabilität ist. Stabiles Finanzsystem, das sagt der Begriff ja schon. Aber das ist auch wieder sowas, was jetzt nicht in unserem täglichen Nachdenken irgendwie eine Rolle spielt. Und das ist eigentlich ganz gut so, weil Finanzstabilität heißt eigentlich, das Finanzsystem funktioniert. Also wir können unsere Ersparnisse sicher anlegen, Investitionen werden finanziert, Zahlungsverkehr funktioniert. Also eigentlich sollten wir in normalen Zeiten möglichst wenig über Finanzstabilität nachdenken, weil es eben funktioniert, ne? Und unsere Aufgabe ist es dann, darüber nachzudenken, sehr präventiv, das haben wir jetzt alle gelernt, also mit Corona, mit vielen anderen Themen, dass es wichtig ist, präventive Politik zu machen. Also sehr früh darüber nachzudenken, was kann passieren, wenn es mal nicht so gut funktioniert? Was müssen wir jetzt schon tun, um dafür zu sorgen, dass es auch in Stressphasen keine Probleme mit dem Finanzsystem gibt? Und das ist die Aufgabe von Finanzstabilitätspolitik. Frühzeitig darüber nachdenken, was kann passieren, wie können wir jetzt Prävention betreiben. Würden Sie denn sagen, dass wir mit Blick auf die aktuelle Situation ein stabiles Finanzsystem haben? Ja. Aber, also ja, aktuell aber. Ja, weil wir eben auch in der Corona-Pandemie gesehen haben und auch jetzt mit den doch sehr massiven geopolitischen Themen, dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, das sind ja schon massive Dinge, die im Moment passieren, ne? Aber trotzdem funktioniert das Finanzsystem. Das hat viel damit zu tun, was in den letzten 10 Jahren nach der globalen Finanzkrise getan worden ist. Es hat viele Reformen gegeben, die das Finanzsystem stabiler machen. Die Banken haben heute mehr Eigenkapital, das heißt, sie können auch Schocks besser abfedern, ganz, ganz wichtig. Und es hat aber auch jetzt gerade in der Corona-Pandemie viel damit zu tun gehabt, dass wir doch so viel getan haben, dass der Staat auch so viel getan hat, um die Unternehmen zu schützen. Wir haben ja eigentlich keinen Anstieg der Insolvenzen gehabt, obwohl es doch ganz massive auch Verwerfungen gegeben hat und die ganzen Lockdown-Maßnahmen und so. Und das beides zusammen, also mehr Stabilität im System selbst, die fiskalischen Maßnahmen, das hat dazu beigetragen, dass das System gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist. Ich habe am Anfang so ein bisschen gezögert, weil ich gesagt habe, ja, es ist stabil, aber das heißt natürlich nicht, wir müssen ja immer in Prävention denken, dass das auch immer so bleibt. Das heißt, wir müssen jetzt auch schon viel tun, um uns für die nächsten Schocks, die uns treffen, auch zu rüsten. Ich glaube, wir alle können uns vorstellen, dass der nächste Schock in absehbarer Zeit kommt. Viele Privatpersonen werden sich das Leben, so wie wir es leben, nicht mehr leisten können. Privatinsolvenz anmelden müssen. Nehmen Sie meinen Becher, bei Ihnen ist eine Fliege reingeflogen. Ja, ist ein kleiner Mitbewohner hier. Sie brauchen ja keine Beilagen. Nee, machen wir so. Genau. Also viele werden Privatinsolvenz anmelden müssen. Der Bäcker, der Metzger, viele andere Kleinbetriebe, aber auch Mittelständler auch. Wie kann denn da vorgesorgt werden? Ja, also erstmal das, was Sie gerade beschrieben haben, ist natürlich eine große Sorge im Moment von vielen und es wird ja auch sehr intensiv, auch fiskalisch daran gearbeitet, wie kann man das verhindern, wie kann man auch davor schützen, dass jetzt diese schwierige Situation im Moment, gerade die hohen Energiepreise, dass die eben sehr negative Folgen haben. Also das ist erstmal ein ganz wichtiger Teil, ist natürlich auch Aufgabe der Fiskalpolitik, das jetzt möglichst klug zu gestalten. Und für den Finanzsektor, für die Banken gilt eigentlich das, was ich gerade schon ein bisschen gesagt habe. Also solange noch keine hohen Verluste eingetreten sind, das muss man auch sagen. Ne? Verluste bei den Banken? Also erstmal die Verluste würden ja bei den Unternehmen eintreten. Die Banken haben Kredite vergeben und dann würden möglicherweise auch die Kredite ausfallen. Bisher ist das so nicht passiert. Bisher ist die Lage bei den Banken gar nicht so schlecht. Und solange es eben noch so aussieht, solange noch Zeit ist, solange eben Verluste nicht eingetreten sind, müssen alle alles dafür tun,
Resilienz zu stärken, sich zu wappnen, Eigenkapital noch weiter auszubauen, wenn das geht. Also das ist eigentlich das Gebot der Stunde im Moment, möglichst ja, alles an Widerstandskraft zusammenzuhalten, was geht. Das ist jetzt die Lage und die Sicht der Banken, die ich aus Ihrer Sicht sehr gut nachvollziehen kann. Aber viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmer werden sagen, das ist schön und gut, wenn die Banken sich vorbereiten. Trotzdem werde ich meinen Kredit irgendwann nicht mehr bedienen können oder ich muss meinen Laden zumachen. Auch die Perspektive muss man ja verstehen und irgendwo bedienen können. Ja, absolut. Also nur das ist ja jetzt, also eben nochmal, was ich gesagt habe, unsere Aufgabe ist es jetzt, weil wir dafür Finanzstabilität zuständig sind, auch zu schauen, dass eben das Finanzsystem mit dem, was an Schocks möglicherweise von außen kommt, umgehen kann. Ne? Also unsere Aufgabe wäre es jetzt nicht, darüber nachzudenken, das müssen wir natürlich auf dem Radar haben, was die Fiskalpolitik auch macht. Aber wir müssen jetzt eben schauen, dass wir den Finanzsektor so aufstellen, dass er mit den vielen Unsicherheiten, die auch vor uns liegen, wir wissen es ja alles nicht so genau, das liegt schon in Ihrer Frage, dass er damit gut umgehen kann. Und da haben wir auch einiges getan. Also es hat in der Tat eine Entscheidung gegeben, Anfang diesen Jahres, dass die Banken jetzt doch ein bisschen mehr Sicherheitspuffer aufbauen müssen, einfach um eben auch mit den Risiken, die Sie gerade beschrieben haben, gut umgehen zu können. Kommt ein paar Tropfen runter, also wenn Sie wollen, sammeln Sie sich alle unterm Zelt. Ist eh ein guter Ort, um uns beiden hier zuzuhören. Genau, das ist dann der optimale Ort. Also nutzen Sie Frankfurts größten Regenschirm. Frau Buch, im Februar der Angriffskrieg auf die Ukraine. Was hat diese Nachricht, diese Lage letztendlich, Sie haben es ein bisschen schon angesprochen, konkret für die Stabilität des Finanzsystems bedeutet? Naja, also wenn man jetzt mal, wenn man überlegt, was es unmittelbar bedeutet, man könnte ja sagen, naja, jetzt gibt es, langsam wird es hier ein bisschen ungemütlich, aber das kriegen wir schon hin. Zunächst mal müssen eine Frage, die man sich ja ganz unmittelbar stellen könnte, ist, dass man sagt, naja, wie viel Kredite haben denn die deutschen Banken an diese betroffene Region jetzt vergeben? Was fällt denn da jetzt aus? Ne? Und was ist dann der unmittelbare Verlust, der jetzt das Finanzsystem trifft? Und da muss man sagen, diese unmittelbaren, direkten Folgen, weil jetzt Kredite an die Ukraine, an Russland ausfallen, das ist sogar ein vergleichsweise geringer Effekt. Also da sind einfach, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, aber ist nicht, also ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht der große Punkt, über den man nachdenken muss. Ne? Was wir dann immer überlegen müssen, ist nicht nur, was ist das unmittelbare, der unmittelbare Verlust, der da trifft, sondern auch, welche Ansteckungseffekte können im Finanzsektor entstehen. Also wir haben ja eben ein bisschen über Finanzstabilität und Finanzstabilitätspolitik gesprochen. Und da geht es auch eben darum zu verstehen, wie eigentlich die Vernetzung im Finanzsystem ist. Ob es große Institute gibt, die besonders die Finanzstabilität gefährden könnten. Und da, das habe ich eben schon gesagt, da haben wir einiges getan in den letzten 10 Jahren, um eben auch mit diesen Dingen umgehen zu können. Ne? Einfach mal erstmal besser zu verstehen, wie es aussieht im Finanzsystem. Und dann da, wo besondere Risiken sind, gerade bei den größeren Banken, da auch noch für noch mal mehr Resilienz zu sorgen. Ich höre, Frau Buch, bei Ihnen ganz viel Optimismus raus. Und ehrlich gesagt, das tut mir persönlich gut. Trotzdem noch die letzte Frage zum Thema Stabilität des Finanzsystems, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. Was ist Ihr größter Wunsch? Wo sollten wir in einem Jahr stehen? Wir müssen Optimismus gerade mal ein bisschen. Also ich glaube, das ist realistisch. Und ich glaube, es ist zu sagen, dass wir auch durchaus einen Strukturwandel bekommen werden in unserer Gesellschaft. Das ist nicht so ganz. Das wird noch viel Diskussionen gesellschaftlich brauchen. Wir haben, wenn Sie sich mal die Zahlen angucken, wir haben in den letzten Jahren eigentlich immer einen Rückgang von Insolvenzen gehabt. Wir haben große Krisen gehabt und trotzdem sind die Insolvenzen zurückgegangen. Das ist ja erstmal gut, da können wir uns drüber freuen. Aber das ist eben nicht so klar, dass es nach vorne gerichtet auch immer so weitergehen wird. Und darüber müssen wir uns klar sein, das können wir aber auch als Gesellschaft schaffen. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir genau das hinbekommen, dass wir sehen, wir müssen auch mit Wandel umgehen, aber wir können das positiv wenden
Und ich glaube, wir dürfen da eben auch dieses Thema Finanzsystem und wie wichtig das für uns alle ist, nicht aus dem Blick geraten lassen. Das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, dass wir eben so viel Besuch hier haben, weil es ist ja nicht so, dass das Finanzsystem irgendwas Abstraktes ist und für die, die furchtbar viel Geld haben und da irgendwie das toll anlegen können, sondern ich glaube, es ist wirklich, wir müssen auch diese Themen sehr viel stärker in der Mitte der Gesellschaft diskutieren und verstehen, warum ein gut funktionierendes Finanzsystem für uns alle wichtig ist und warum wir alle Interesse daran haben müssen, dass das wirklich gut und widerstandsfähig, gut kapitalisiert aufgestellt ist. Weil es gibt auch viele, die da vielleicht manchmal andere Vorstellungen davon haben, wie es ausgestaltet sein soll. Und ich glaube, das müssen wir als gemeinschaftliche Aufgabe hinkriegen. Sagt mit ganz viel Leidenschaft die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, Frau Professor Dr. Claudia Buch. Frau Buch, herzlichen Dank für das Interview und die Zeit, die Sie uns gegeben haben. Ich danke fürs Zuhören. Dankeschön.